Hallo ihr Hübschen, heute wieder ausnahmsweise mit Wand, weil ja, mein Arbeitszimmer ist voller Wäscheberge und die wollte ich nicht unbedingt in einem YouTube-Video zeigen. Deswegen dachte ich, okay, die Wand muss her, weil im Wohnzimmer darf ich im Moment nicht filmen. Mein Mann, der sieht Fernsehen und will nicht gestört werden. Naja, egal. Ich hoffe, ihr hattet einen genauso wunderbaren Sonntagvormittag wie ich. Ich war mit meinen beiden Mädels Fashion Fee und Michaela. Die haben beide einen Blog, den verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. War ich schön brunchen und wir haben, glaube ich, fast 5 Stunden lang durchgehend geklönt. Es war so lustig, hat so viel Spaß gemacht. Wirklich, es war ganz toll. Ja. Ich möchte heute bei der Serie mitmachen. Die 5 ganz große YouTuber ja, ins Leben gerufen haben. Das habt ihr bestimmt, wenn ihr die Großen auch abonniert, schon gesehen. Und zwar geht es da um die 5 Beauty Basics. Da wollte ich unbedingt mitmachen, weil ich dieses Thema total toll finde. Und mir sind auch auf Anhieb meine 5 liebsten Beauty Basics sofort in den Sinn gekommen. Also ich musste gar nicht so wirklich lange überlegen. Und die wollte ich euch zeigen. Ganz wichtig, mein erstes Produkt, worauf ich überhaupt nicht verzichten kann, ist eine Lippenpflege. Ich benutze immer die von Carmex. Allerdings benutze ich immer die in der Tube und nicht die, mit der man mit der Hand reinfassen muss, weil ich finde das irgendwie nicht so besonders hygienisch. Deswegen ist bei mir die Tube. Ich habe die hier bei Rossmann gekauft, kostet auch nicht viel, zwischen 1 und 2 Euro und ich finde Carmex total toll. Ich kam auch durch YouTube auf Carmex und ja, ich finde das richtig klasse. Also wenn ihr noch nicht die richtige Lippenpflege entdeckt habt, Carmex. Ist auch schon fast leer. Dann, ich habe ja so unreine Haut im Augenblick, mit der ich überhaupt nicht zufrieden bin. Und ab und zu habe ich auch mal Augenringe. Und ich benutze da eigentlich immer einen Concealer. In dem Fall habe ich jetzt hier den Kiko Concealer in der Farbe 01. Und ich finde diesen Concealer total klasse. Das ist so ein Tube zum Bobbi Brown Concealer, der ist auch in so einem Pot und sieht auch ähnlich aus und auch von der Konsistenz ist er so ähnlich. Nur, dass der, glaube ich, 7,50 Euro gekostet hat und der Bobbi Brown Concealer wesentlich mehr. Aber Concealer darf bei mir auf keinen Fall fehlen. Ich würde lieber auf Make-up oder Puder verzichten als auf einen Concealer. Als nächstes, ganz wichtig ist natürlich die Mascara. Meine Lieblingsmascara ist ja die Multi-Action von Essence. Im Augenblick, die ist allerdings auf meinem Schminktisch benutze oder probiere ich jetzt mal diese Multi-Action aber für Smoky Eyes aus, auch von Essence. Die habe ich heute das erste Mal drauf und ich finde sie ganz gut. Ich muss sie aber weiter testen, um mir da wirklich ein Urteil erlauben zu dürfen. Aber die Multi-Action ist bei mir eigentlich immer da. Dann, ich habe ja eine totale Obsession davon, sind Kajalstifte. Mein Lieblingskajalstift ist von Art Deco, der Soft Eyeliner in der Farbe 10. Das ist schwarz und Kajalstift muss eigentlich immer dabei sein, egal ob schwarz oder irgendeine andere Farbe. Also ohne Kajalstift kann ich oder ist mein Augen-Make-up einfach noch nicht komplett. Das Gesichts-Make-up ist auch nicht für mich komplett ohne Rouge. In dem Fall ist einer meiner Lieblingsrouge, das ist von MAC, der Mineralize Blush Warm Soul. So mit goldenen Glitzerpartikeln, den liebe ich ja über alles. Also ich verzichte lieber auf Lipgloss oder Lippenstift und dafür Rouge. Im Augenblick bin ich auch wirklich so, dass ich richtig viel Rouge auftrage. Ich mag es so richtig, so einen Rouge-Balken zu haben. Natürlich darf es nicht so clownsmäßig aussehen, aber das finde ich auf jeden Fall toll. Ja, das waren eigentlich schon die 5 Sachen. Es ist ein ganz kurzes Video, aber ich glaube, zu viel da braucht man auch gar nicht dazu zu sagen. Das sind meine 5 Basics und ich mache auch gerne wieder mit bei dieser Serie, weil ich das eigentlich ganz toll finde, mal so ein paar Sachen vorgestellt zu bekommen. Auch gerade was
den Leuten wichtig ist, auch was für unterschiedliche Sachen YouTubern oder allgemein Schminksuchtis wichtig ist. Also ich gucke mir das ganz gerne an. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video über diese 5 Schätzchen gefreut. Ich würde mich natürlich wie immer über Kommentare und positive Daumen freuen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen wieder. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntagabend. Bis dann. Tschüss!